Niedersachsen. Helden des Alltags. Ich habe so ein kleines Diensthandy. Das nehme ich natürlich überall mit. Also selbst wenn ich zu Hause bin, von einem Zimmer ins andere gehe, nehme ich es mit. Es liegt nachts an meinem Bett. Es ist wirklich so, kann man sich das vorstellen, wie ein Arzt in der Klinik, der immer seinen Pieper dabei hat, der immer erreichbar sein muss. Die Leute rufen dann nachts bei uns an, weil sie nicht wissen, kann ich in der Klinik anrufen, der Arzt ist nicht erreichbar. Oder es geht auch manchmal um Gewalt. Innerhalb der Beziehung, dann wird es natürlich ganz dramatisch, wenn man der jungen Frau raten muss, sofort die Wohnung zu verlassen, damit sie eben auch sie und das Kind geschützt ist. Ich hatte auch schon Anrufe um Sorgerechtsstreits, dann um Verdacht um sexuellen Missbrauch an Kleinkindern, dann eben auch schon, wie sieht die finanzielle Situation bei mir dann aus, wenn das Kind da ist, kann ich nicht mehr arbeiten. Das große Problem im Moment ist von Alleinerziehenden, die nervlich so am Ende sind, dass sie am Telefon schon weinen, weil sie nicht mehr weiter wissen. Einen schwierigen Fall hatte ich mal in Hamburg, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Da habe ich erst auf Nachfrage erfahren, dass die junge Frau, die aus der Wohnung geflüchtet ist, weil sie von ihrem Lebensgefährten geschlagen worden ist und schwanger war im 6. Monat. Die stand auf der Straße in Hamburg und wusste denn gar nicht, was sie machen sollte. Und da wusste ich jetzt auch nicht, weil unsere Handreichungen gehen zwar weit über die Region und in Niedersachsen, aber nicht in Hamburg. Sodass ich nebenbei dann eben nochmal geschaut habe im Internet, welche Hilfsmöglichkeiten gibt es in Hamburg? Und ich war so froh, als ich da jemanden gefunden habe, den ich auch anrufen konnte und weitervermitteln konnte, sodass der jungen Frau nachts eben auch geholfen worden ist. Ich weiß ja nicht, ruft überhaupt jemand an? Und dann ist es so spontan, wenn das Telefon klingelt, dann weiß ich auch nicht, wer ist da dran. Es ist eine Herausforderung und das macht doch Spaß, auch so flexibel und spontan zu sein und auch zu gucken, was gibt es für Probleme auch und um die dann eben auch zu lösen. Und das gibt einem wirklich ein gutes Gefühl, wenn man demjenigen auch eine Problemlösung anbieten kann.